Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen lieben Dank. Mir sei das gestattet, noch zwei Worte vorhin zu Herrn Graf zu verlieren, der sich ja so unheimlich lustig vorkam mit seiner Bemerkung, dass dies meine letzte Haushaltsberatung sei. Also erstmal gehe ich nicht davon aus, demnächst zu sterben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch mehrere Haushaltsberatungen erleben. Ja, es spricht natürlich für Ihre Fraktion, dass wenn man aus einem Parlament ausscheidet und wie das bei Ihnen ja anscheinend so ist, man vollkommen abhängig vom Mandat ist, dass dann so eine Art Witz oder Beleidigung ist. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie Herr Graf gestern stundenlang vorm Spiegel stand und diesen tollen Einwurf geprobt hat. Zweitens muss ich feststellen, dass ich eine Lebenserwartung von ungefähr 80 bis 90 Jahren habe und vor dem Hintergrund die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass ich nochmal in irgendein Parlament einziehen werde und an einem Haushalt mitarbeiten werde. Und drittens, und das ist mein ganz wichtigster Punkt, von einem Promotionsbetrüger lasse ich mir gar nichts sagen. Zum Antrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Piratenfraktion und die Linksfraktion hat in diesem Antrag hier darauf hinwirken wollen, dass die Polizei größere Kanister von Pfefferspray nicht mehr insbesondere bei Demonstrationen im Land Berlin einsetzt. Wir haben das Problem, dass die Polizei eben genau dies tut. Sie benutzt also große Kanister, sprüht sie in die Menge rein, um dann eben diese Menschen irgendwie in eine Ecke zu bewegen, in der die Polizei sie gerne hätte. Das Problem ist nur, dass die Polizei dabei etwas macht, was nach ihrer eigenen Richtlinie, wie man die Menschen, die von Pfefferspray nach einem Einsatz betroffen worden sind, gar nicht richtig versorgt werden können. Die Polizei sagt selber, es müsste eigentlich jede Person 45 Minuten versorgt werden. Wenn da aber eine größere Gruppe von Menschen in den Kontakt mit Pfefferspray kommt, ist die Polizei regelmäßig überhaupt nicht in der Lage, diese Menschen zu versorgen. Das geht nicht. Darüber hinaus, und das haben wir in den Beratungen, darauf haben wir hingewiesen, es gab auch zum Thema Pfefferspray mal eine Anhörung im Gesundheitsausschuss, ist das ja kein harmloses Mittel. Es ist insbesondere für Allergiker gefährlich, es ist insbesondere für Asthmatiker gefährlich und von daher ist aus unserer Sicht der Einsatz von Pfefferspray so gering wie möglich zu halten. Und ein weiterer Punkt, und das sieht man dann wieder sehr schön, was so ein Grundproblem ist der Innenpolitik, wahrscheinlich in ganz Deutschland, aber hier auch der Innenpolitik speziell im Land Berlin. Es gibt keine qualifizierte Information für das Parlament darüber, wie die Polizei, in welchem Umfang sie Pfefferspray einsetzt. Das geht nicht. Ich habe mehrere Anfragen gestellt, in denen ich darum gebeten habe, aufschlüsseln zu lassen, wie die Polizei eben Pfefferspray einsetzt. Hier werden, und das hört auch nicht auf, ich frage das seit Jahren ab und die Polizei hat in ihren Auflistungen immer wieder zum Beispiel sonstige Anlässe, Straftat, demonstrative Aktionen. Das Parlament kann aus einer solchen Auflistung heraus nicht nachvollziehen, wie und in welcher Weise dass die Polizei hier dieses Mittel einsetzt. Herr Kant sagte im Ausschuss selber, ja gut, also wenn das gewünscht ist, könnten wir machen. Ja, wir haben jetzt gesehen, naja, möglicherweise so viel Aufschluss gibt es nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das geht nicht, wenn wir hier irgendwie faktenbasiert Innenpolitik und Sicherheitspolitik in dieser Stadt machen wollen, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten können, wie die Polizei ihre Mittel einsetzt. Und wenn die Polizei Pfefferspray einsetzt, und das ist irgendwie kein harmloses Spielzeug, dann muss sie auch dem Parlament und der Öffentlichkeit Rechenschaft darüber ablegen, wie dieses Mittel eingesetzt wird. Und sie macht es nicht. Sie macht es nicht, wenn sie in irgendwelche Tabellen reinschreibt, es wird zu sonstigen Aktionen benutzt. Und das wirklich Tragische an dieser Stelle ist, dass die Koalition das hier hinnimmt, dass man es in Ordnung findet, dass erstens die Polizei so große Mengen von Pfefferspray insbesondere bei Demonstrationen einsetzt, um gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorzugehen und dass sie zweitens im Ausschuss nicht einmal darauf pochen. Also ich hätte ja noch verstanden, wenn Sie gesagt hätten, naja gut, also wir wollen den Polizisten die großen Pfefferspray-Kanister lassen, aber Sie haben recht, als Parlament würde uns schon mal interessieren, wie das Pfefferspray eingesetzt wird. Deswegen braucht die Polizei da eine bessere Nachweispflicht. Aber selbst dieser Forderung des Antrages sind Sie nicht nachgekommen. Das
Das heißt, wir werden auch in Zukunft nur Tabellen bekommen, wo dann sowas drinsteht wie Sonstiges und werden als Parlament also nicht seriös darüber beraten können, wie die Polizei Pfefferspray in dieser Stadt einsetzt. Das heißt, jede Aussage darüber, dass auch alles in Ordnung ist, ist falsch und gelogen. Ich freue mich trotzdem auf die Debatte. Vielen lieben Dank.